Hallo, mein Name ist Mats Persson und ich arbeite hier bei Sedan Machinery als Verkäufer. Heute sprechen wir über eine neue Funktion, genannt X-Tab, die für die Schwenkbiegemaschinen der Serie F eingeführt worden sind. Der Zweck des neuen Features ist es, konische Biegeteile herzustellen. Dies hat folgende Vorteile: Sie können Blechteile erstellen, welche länger sind als die Biegelänge Ihrer Schwenkbiegemaschine. Auf der Baustelle schieben Sie die Teile dann einfach ineinander und erhalten dadurch perfekte Übergänge. Eine weitere Möglichkeit des konischen Hinteranschlages ist es, ein Profil mit einem Gefälle herzustellen, welches zum Beispiel bei Dachrinnen verwendet werden kann. Dazu verwenden wir unseren neuen Hinteranschlag mit dem Namen Flexible. Die Art und Weise, wie wir hier vorgehen, besteht darin, dass wir die Anschlagfinger in eine Winkelposition verschieben. Wie machen wir das? Wir programmieren hier einfach unsere innovative ProLink-Systemsteuerung. Hier sehen wir nun die ProLink-Steuerung und das Teil, das wir konisch biegen wollen. Dazu müssen wir zuerst oben rechts an der Materialtabelle das Material definieren, welches wir biegen wollen. In unserem Beispiel hier ist es die Materialart Stahl, die Materialstärke 0,6 und die Biegekorrekturen bei 1000 mm Blechlänge. Bei der ProLink gibt es zwei Varianten, wie ich ein Teil konisch biegen kann. Die erste Variante ist, dass ich einen Schenkel anwähle und diesen Schenkel dann definiere, was die Anfangslänge und die Endlänge des Schenkels ist. Wir können hier zum Beispiel diesen Schenkel anwählen und können diesen definieren, welche Länge er links und welche Länge er rechts des Biegeteiles hat. Eine weitere Funktion ist es, wenn ich Teile ineinander stecken möchte und eine Gesamtlänge definieren möchte. Hier können wir den Segmentberechner öffnen. Beim Segmentberechner definiere ich hier die Gesamtlänge meiner Blechteile, die Überlappung meiner Blechteile und kann auch die Einzellängen definieren. Daraus ergibt sich danach, wie viele Einzelsegmente und Einzelbiegeteile ich nachher habe. Hier sehen wir nun das Endergebnis. Wir haben zwei Biegeteile, welche konisch gebogen worden sind. Diese passen nun perfekt ineinander und können somit auf der Baustelle einfach und genau verbaut werden.